Jo Leute, was geht ab? Es kommt zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Und ich habe, seht es hier schon, was offen, was ich gestern um 20.56 Uhr geschickt bekommen habe. Denn der liebe Evans hat mir wieder was zugeschickt. Er betitelt es als Geschenk. Ich betitel das Ganze als größte Ehre, die ich haben kann. Ja, es sind 6 Songs. Wir haben nämlich hier einmal Entscheidung Skit, dann Licht Pre-Mast, Suffocate, keine Ahnung, ob das RE damit dazugehört im Songnamen, aber auf jeden Fall Fall mit Akaya als Demo, Bösewicht und Krieg Master. Ich schätze also, der Song heißt wahrscheinlich Krieg, so. Das Master ist da einfach, glaube ich, nur drinnen, weil, ne? Jeder, der Mix und Master hat, weiß, was damit gemeint ist. So, ich kann auch echt kein Deutsch. Ich merke schon, 20 vor 7. Komplett falscher Zeitpunkt. Egal, wir labern gar nicht so lange. Wir starten rein. Ich starte direkt rein mit Entscheidungsskit. Aua. Wir machen es von oben nach unten. Entscheidungen sind Teil unseres Lebens. Auf jeder einzelne folgt ein vom Schicksal ausgehendes Szenario. Doch was ist egal, wie man sich entscheidet, das gleiche Endergebnis herauskommt. Nur die Emotionen es sind. Freude wird zu Trauer. Wut wird zu Angst. Schuld wird zu Nachricht. Und Liebe letztendlich zu Hass. Ich habe keine Ahnung, was der Sinn hier hinter jetzt war. Aber, ja. Hä? Okay. Okay, das könnte Dingen sein. Könnte Intro sein. Maybe. Ich hatte gerade so ein bisschen den Vibe von dem Ethan und Slit 253 Album. Escape My Reality. Die Audio-Dinger, die noch mit drin waren. Da hatte ich gerade den Vibe von. Irgendwie kommt das Böse irgendwie, ich weiß nicht. Auch dieser ägyptische Vibe, den ich da irgendwie hatte gerade. Hier, wartet. Ah, ungefähr. Hier. Doch was ist egal, wie man sich entscheidet. Ich hab da irgendwie so einen ägyptischen Vibe, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da so einen ägyptischen Vibe drin, ne? Ich weiß nicht, I don't know. Aber wenn das Intro ist, kommt Böse. Weil als Outro würde das auch Böse kommen. Dann gehen wir rein in Licht Pre-Mast. Immer wieder durch die Stadt, das Leben wieder hat nicht mit 1000 km/h, ja. Hat man wieder zu viel Angst, mein Blick genagelt an den Baum, an dem ich lässer Platz, ja. Mein Leben bleibt zugleich, ich finde keinen Sinn. Ich suche schon seit Jahren, nur scheinbar bin ich viel zu blind. Vielleicht sollte ich was ändern, doch ich ändere mich wohl nie. Das Leben glücklich, wenn der Glückliche verliert. Bin ich nicht happy, warum geht es nicht? Ich höre Leute schreien, ich glaub, ich seh das nicht. Also ich muss ja sagen, ne, ich höre ja seine Musik, ne, aber so ein Beat ist irgendwie weird, aber auch nur, weil ich, glaube ich, so ein Beat noch nie zuvor irgendwo gehört habe. Ich krieg halt bei dem Beat so, nicht Netflix, sondern ich krieg halt andere Vibes bei diesem Beat. Weil bei den meisten Beats, die ich höre, krieg ich irgendwie Netflix-Vibes, keine Ahnung warum. Und bei vielen Songs habe ich sogar eine Netflix-Reference, was mich wundert, da die Songs null irgendwas mit Netflix zu tun haben. Aber irgendwie habe ich hier einen ganz komischen Vibe. Aber auch nur, weil der Beat, glaube ich, so komisch ist. So ungewohnt halt einfach. Ich glaube, solche Beats sind auch gar nicht mal so, ich sag jetzt mal, so bekannt. Sag ich jetzt mal. Ne? Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich das so sage.
Das klingt trotzdem geil irgendwie. Ist das irgend so ein Hyperpop-Ding, Alter? Es klingt sehr, sehr stark nach Hyperpop, bin ich ehrlich. Okay, ja, das war Licht Primas. Also, wenn das ein Hyperpop-Beat ist, dann bin ich krass und erst. Hä? Nee, warte mal. Was soll ich sagen? Da bin ich erstaunt darüber, dass der Typ trotzdem so krass auf einen verfickten Hyperpop-Beat kommt. Und wenn das kein Hyperpop-Beat ist, ja, dann weiß ich auch nicht, was das für eine Richtung von ist. Dann habe ich auch keine Ahnung. I don't know, dann habe ich selber keine Ahnung. So. Hier rein in Suffocate. 333, okay. Hey, sorry, bin ich bei Saw gelandet, Bruder? Bin ich gerade bei den Dreharbeiten von Saw 11, Bruder? Was ist das? Oder irgendwie so, aber ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Giro, okay. Ich kämpfe gegen Teufel, nenn mich Tanjiro. Ich kämpfe gegen Teufel, nenn mich Tanjiro, Digga. Okay, das ist eine geile Line, das ist eine geile Line. Auch wie gesagt, auch wenn ich kein Anime gucke, so, aber das meiste verstehe ich trotzdem. Weil ich viele Leute kenne, die Animes gucken und die erzählen mir jedes Mal irgendwie gefühlt darüber, auch wenn es mich nie interessiert. Ich höre trotzdem gerne zu, so, was die darüber sagen. Aber das ist eine geile Line, bin ich ehrlich. Das ist eine geile Line. Für meinen Fakt, dass er sich meine Seele holt, habe ich ihn schon so lang verlernt. Das Grinsen hat dir keinen Wert. Dieses Feeling gibt mir Geld. Doch Zeit, ja Zeit, nahm Leid für mich auf, wenn die Wunde heilt. Gott schreit bei allen Scheiß, allein Einzelne mit dem Kopf gereiht. Du sagst, du kommst beim Feder, doch du weißt, dass es gelogen ist. So wie Frieda, doch ich sehe, dass du verdorben bist. Und nicht, Feelings sind nicht wert, weil du keine Liebe kennst. Fuck, ich hasse dich, so wie du mich. Verliere mich, hab mich im Traum versteckt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch will. Ich warte auf den Tag, bis ich komplett erstick. Boah, wisst ihr, was jetzt geil wäre? Wir hatten auf dem Moon-Album von Evans gab es einen Song zusammen mit Shogun. Jetzt muss ich kurz überlegen. Keine Liebe war es nicht. Der war nämlich mit Psycho 64. Das weiß ich. Ich glaube, es war gar nicht mehr. War das gar nicht mehr? Warte, lass mich kurz. Das interessiert mich jetzt. Wait, das will ich kurz nachgucken. Ich weiß gerade nämlich actually nicht, welcher Song das war. Ah, stark. Ich hatte noch Dead Memories an. Wait a minute. Ich will ganz kurz wissen, welcher Song das war, weil ich weiß es gerade actually nicht. Ah, nicht mehr. Okay. Ah, der hieß auch gar nichts mehr und nicht gar nicht mehr. Okay. Okay, nicht mehr war der Song mit Shogun. Irgendwie habe ich gerade so einen Vibe von dem Song, nur ohne dass Shogun dabei ist. Aber geil. Trotzdem geil. Ich weiß nicht mehr, was ich noch will. Ich warte auf den Tag, bis ich komplett erstick.
keine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann so fühlen kann wie damals. Das hier ist ein Blockbuster, ein actionreiches Drama. Ich hasse das, dass alles wieder mal kein Ende hat. Dass man wieder dieser Mann mit ersetzen kann. Macht alles wieder mal so viel Trauma. Da renne wieder vor Problemen, als könnte ich sehen, was auf jeden Fall enden. Ich sehen wird, dann wird uns zufrieden, wenn ich keinen Glauben sehen würde. Ja, viel zu früh gehen. Ja, ich hab mehrere Vibes in dem Song einfach. Ich hab am Anfang dieses Oh mein, da habe ich irgendwie den Vibe von am Anfang gehabt. Dann habe ich irgendwie so einen leichten Vibe von dem Nicht mehr. Ich habe schon wieder vergessen, ist mir auch egal. Von dem Song mit Shogun auf dem Moon-Album Vibe. Und ich hatte bei der Tanjiro-Line musste ich an den Song von Lian und Adi denken. Der hieß ja auch Tanjiro. So. Der hieß ja auch so. Deswegen hatte ich da auch einen leichten Vibe von dem Song mit drin. Ey, das ist geil. Wenn das feiere ich sowieso an der Musik von den Leuten, die ich höre. Sei es jetzt Evans, Angel Payne, Yuji, Shogun, Takumi, Akaya, Gohan, was weiß ich, ne? Ich find's geil, wenn ich irgendwie Songs höre von denen und ich da irgendwie so eine Referenz zu anderen Songs habe oder zu anderen. Ja, zu anderen Sachen, die man hört. So, das ist geil, das feiere ich, richtig. Das ist auch geil mit dem Effekt auf der Stimme. Das ist auch sehr geil. Geiles Ding. Ich weiß leider nicht, von wem die Dinger hier produziert sind. Bei Bösewicht steht es dabei, bei den anderen Songs nicht. Deswegen weiß ich leider nicht, von wem die Songs produziert sind. Hätte mich echt gerne interessiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hauptsächlich Young Korn ist. Würde ich jetzt einfach mal so stumm sagen. Ob stimmt, weiß ich nicht. So, da kann ich nichts zu sagen am Ende. Aber ja, gut. Kommen wir jetzt zu dem Demo-Song zusammen mit Akaya. Da bin ich sehr gespannt. Weil, wie wir wissen, Akaya hat eine sehr krasse Stimme, egal auf was für einem Beat gefühlt. Von daher, gib ihm Böse. Gut, es ist so ein Beat, gut, Akaya wird rasieren auf diesem Song. Also, wenn er nicht rasiert, dann... Nein, dann weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Das ist auch, fühlt wieder, das ist, glaube ich, so ein Song, 80 Landstraße bei Regen, gib ihn. Bei Nacht noch, boah, oder? Ey, ganz ehrlich. Keine Ahnung, was ich dazu dann sagen soll. Der Teufel, der mich jagt, die Namen leuchten in einem roten Licht. Frag mich, wer bleibt, wenn ich sterbe? Frag mich, hält jemand zu mir, wenn ich sterbe? Sag mir, hältst du mich, wenn ich fall, ich... Frag mich, wer hat mir seine Hand?
sterblich, wenn ich aufkomme. Noch Gefühl, die jetzt rauskommen. Simulier den Schmerz mit Taunen. Ich glaub, ich werd dich sauber. Zerkreist du oder bleibst du bei deiner Meinung? Ich schalte es so langsam nicht aus. Ich bin am Übersicht, doch ich kann es nicht mehr sehen. Ich will nicht mehr erleben. Es sind mir zu viele Schmerzen. Ey, Akaya hat so eine krasse Stimme, meine Fresse. Es ist doch nicht mehr normal, was der Typ für eine Stimme hat. Es ist echt nicht mehr normal. Ich weiß doch nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Ich kann bei Akaya nichts Schlechtes sagen. Der Typ ist einfach nur krass. Krass. Digga, nein. Ey. Ey, was will man... Was soll ich dazu sagen, sag mal? Was soll ich dazu groß sagen? So... I don't give anything about it, dass das nur eine Demo ist. Es klingt trotzdem krass. Keine Ahnung, lass mal weiterhören. Aber klingt geil. Die beiden kommen auch sehr böse zusammen. Klingt auch sehr geil, die beiden zusammen. Meine Feelings unterdrückt. Würde alles tun, um zu vergessen, was es ist. Um zu vergessen, wie man liebt. Um zu vergessen, wer du bist. Besser distanziere dich. Meine Liebe ist nicht gut für dich. Steh am Rand und du hältst meine Hand. Lass sie los, ich fall in deinen Bann. Ey, ganz ehrlich, ich weiß von mir nicht, was ich sagen soll. Mein Ohr piept. Ja, gottlos. Ich weiß von mir nicht, was ich sagen soll. Die beiden klingen einfach so krass gut zusammen. So, Akaya sowieso eine krasse Stimme. Evans hat auch eine abnormal krasse Stimme. Es ist echt nicht mehr normal. Ich würde fast schon sagen, dass der Song maybe einer der Songs sein oder ein Song sein sollte, der vielleicht noch released wird. Ja, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. So, klar, am Ende kommt es von den beiden aus, ob die da wirklich Bock drauf haben, den zu releasen. So, das ist deren Entscheidung. Ich persönlich finde, dass das einer der Songs ist, der released werden muss. Für die, ich sag jetzt mal, Promo-Phase. Ja, geiles Ding, trotzdem, geiles Ding. So. Kommen wir zu Bösewicht, produziert von Young Korn. Der wird mir auch öfters jetzt mittlerweile irgendwie auf Insta vorgeschlagen. Aber ich glaube, ich folge ihm auch schon. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn nicht, I'm sorry. Wird noch gemacht. Gut. So, ich laber nicht lange. Wir gehen direkt rein. Bösewicht. Suche Besserung, obwohl es nicht besser wird. Mein Kopf ist voller Gedanken. Ich hoffe.
ist das ein Song, der draußen ist? Ich glaube, weil die anderen Songs haben ja nicht Elvins dahinter stehen oder Dinge oder hier produziert von und so. Deswegen, ja, Evan, warte mal, jetzt will ich ganz kurz wissen, weil ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ob das nicht sogar ein Track ist, der online ist. Okay, nee, ich glaube nicht. Es sieht nicht danach aus auf jeden Fall. Das ist ehrlich crazy, dass Karma's Bildschirm schon 2 Jahre alt ist. Das ist crazy, Alter, bin ich ehrlich. Das ist crazy. Okay, nee, ist aber kein Song, der schon online ist. Ich denk sie weg, ich zeig dir, wie ich fühl. Erwisch mich, wie ich lüg. Auch wenn ich sag, es ist okay, Schmerz ist bittersüß. Suche nach einem anderen Weg, mal sehen, ob es eine Gabelung gibt, die mich an, wenn sie bringt oder mich alles bricht. Trag ich zu viel Gewicht, wird es besser, auch meine Fesseln lassen mich nicht, ja. Mein Kopf hält nicht schon weh. Dieses Piepen im Hintergrund, ist das so ein, nennt man das? Es ist ja, glaube ich, dieses Geräusch von dieser Anzeige im Krankenhaus, wo die sehen können, wie viel Puls man hat oder welcher Puls man hat oder so. Also ich hoffe, dass das irgendwie das ist, weil das wäre krass, dass ich das erraten habe dann. Wenn nicht, ja, dann keine Ahnung, dann gerne in die Kommentare schreiben, was das ist, weil ehrlich gesagt, dann fällt mir nichts ein, was piept. Ja, außer ein Rauchmelder, aber der piep, 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 piep und nicht so piep. Piep, piep. Wobei doch, eigentlich müsste das doch sein. Dieses, ich weiß nicht, wie das Gerät heißt, aber das ist so ein Monitor, da können die Ärzte drauf sehen, wie viel Dingens du hast, wie viel Puls du hast. Und wie viel, ich glaube auch Herzschläge pro Minute oder so, können die da auch, glaube ich, sehen und so. I don't know, da, keine Ahnung. Ich hab so ein Ding noch nie wirklich gesehen, außer im Fernsehen, aber. Ne, selber mit eigenen Augen wirklich gesehen, sodass ich da selber raufgucke und sehen kann, wie viel Puls ich selber habe, noch nicht. Glaube ich. Wenn doch, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ist ja auch egal, wir machen weiter. Wieder zurück, ich werde wieder zerdrückt. Mein Herz wird deine, mir wird es so kühl. Fängt mein Leben an, wenn es gut ist. Oh, wer lächelt mit mir, wenn es wirklich wird? Geiler Effekt, sehr geiler Effekt. Mit dem Beatdrop da mit drinne, auch sehr geil, sehr geil. Sehr geile Effekte benutzt hier auf der Stimme. Ich weiß nicht, wer das Ding hier mixt und mastert. Also wer das Ding hier irgendwie so gemacht hat mit den Effekten. Kann auch sein, dass er es selber gemacht hat. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Je nachdem, wer das war. Abnormal krasse Arbeit. Es klingt sehr, sehr geil mit diesen Effekten zusammen. Erinnert mich so ein bisschen an Shogun und Yuji Nightcrawler. Yuji's Part. Da waren ja auch sehr viele Effekte drauf auf der Stimme, zumindest beim Einstieg vom Part. Das war auch sehr krass tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, schaut euch die Reaction dazu an, aber gibt's ja gar nicht. Habe ich nicht gemacht. Ich habe dazu auf Instagram eine Story gepostet zu dem Lied. Aber ist geil. Klingt geil, sehr geil mit den Effekten zusammen. Kompliziert, ich such die Änderungen für mich, lass den Streifen nochmal laufen, vielleicht werde ich ihn fühlen. Bin der Villain in der Story, da macht die Storyline nur Sinn. Mal sehen, ob ich das Gute, ich danach wieder fan. Such mein echtes Ich, steh ich vor dem Spiegel, seh ich kein echtes Gesicht. Verletz mich nur selbst, mach die Fehler absichtlich, ich würd mich verstellen. Doch verliert so viel darin, ja. Oh, wer lächelt mit mir, wenn es wirklich wird? Es gibt Dinge, die verzeih ich nicht. Ich lass dich im Leben,
nicht freiwillig. Geiles Ding, geiles Ding. Also ich bin ehrlich, ich glaube, das wird tatsächlich einer meiner Lieblingssongs sein auf dem Album. Der klingt geil. Der klingt sehr, sehr geil. Geiles Ding, wirklich geiles Ding. Kommen wir zum letzten Song von den 6 Songs, die wir hier bekommen haben. Und zwar Krieg. Ich schätze mal, der heißt nur Krieg. Ne? Ja, laber nicht lange. Gehen wir jetzt rein. Gib ihn. Gott gegen Verstand und ich dazwischen drin. Wenn niemand etwas macht, was mir mal wirklich einmal hilft. Ich suche einen Satz, um ein fehlendes Dopamin. Ich brauch nur diesen Satz, der meine Liebe so verdient. Sag ihn vor, ich ich glaube auch einer meiner Lieblingssongs vom Album. Also ich glaube for real, Krieg, Bösewicht und der Track mit Akaya, das werden so die Tracks sein, die ich auf dem Album absolut abfeiern werde. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ich sagen soll. Es klingt einfach geil. Gibt, hol mich doch hier raus. Ich weiß, dass es nie zu Ende gibt. Helf mir nur hier raus. Ich halte es nicht mehr aus. Krieg ist grad Krieg. Ist grad Krieg, 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 ist grad Krieg. Ist grad Krieg. Bitte hol mich hier raus. Eine viel zu große Schlacht mit einem Kopf verlaut. Du weißt nicht, was es gemacht hat, aber niemand hält ihn auf. In meinem Herzen ist grad Krieg. In meinem Herzen ist grad Krieg. Thank you.
grad Krieg, es ist grad Krieg, es ist grad Krieg. Es ist grad Krieg, es ist grad Krieg. Sehr geiles Ding. Sehr, sehr geile Songs. Sehr, sehr geile Songs. No joke. Ich bin krass gespannt auf das Album. Man weiß ja auch noch gar nicht, wann das kommt. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob er das schon mal irgendwie gepostet hat bei Instagram oder so. Aber laut meines Wissens weiß man nicht, wann das Album kommt. Geschweige denn, was für Tracks drauf sind. Geschweige denn, wie viele Tracks drauf sind. Geschweige denn, welche Features es gibt. Wenn es überhaupt noch weitere Features außer Akaya gibt. Ja. Ey, ich bin krass überzeugt von den 6 Songs. Auch wenn ich den ersten irgendwie nicht verstehe. So, es könnte halt vom Real ein Intro sein. Ne? Ich weiß nicht, als was das geplant ist. Ich gehe aber mal von Intro aus. Es könnte auch ein Outro sein vom Album oder mittendrin irgendwie, keine Ahnung. Aber ich gehe mal eher von Outro aus. Aber es klingt auf jeden Fall trotzdem alles sehr, sehr geil. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Album. Ja, Mann. Leute, damit habe ich eigentlich alles gesagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles Mögliche verlinkt. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss, Koski. Bis denn. Tschüssi.